2. Januar 2019. schaue da mal schnell bei meinen Traktoren, wie viel Stunden zählen. Und ich da nachher schauen, wie viele Stunden ich mit jedem Traktor im 2018 gemacht habe und werde euch das natürlich zeigen. Dieser Same Leopard mit Jahrgang 1982 hat auf den Zählen 7300 Stunden. Das ist nicht so viel, eh? Das ist eben noch analoge Zählart. Der zählt nur volle Stunden, wenn man auch fast, ich denke, Vollgas fährt. Bei dem dauert eine Stunde ewig, der läuft fast nur im Standgas. Ja, und da bei meinem 714er ist leider nicht gewaschen. Ich zeige ihn euch trotzdem. Jetzt gehe ich da mal rein und schaue die Stunden. Jetzt da noch die Stundenzahl beim 311er, das ist etwas über 6000 Stunden, ich weiß es. Beim 714er bin ich auf etwas über 7000 Stunden. Jetzt schauen wir mal hier. Und hier im Hintergrund seht ihr meine Serviceaufzeichnungen bei meinen Traktoren. Ich zeige euch die jetzt mal. Wir fangen 1994 bis 2002. Dann 0, 03 bis 07 und dann 07 bis 2017. Da alles voll ist, ich habe ein neues Karton bereit gemacht, um die neuen Servicestunden und Jahresstunden aufzuschreiben. Da war zuerst Oktober 18, Cent 14, 7000 Stunden, 7000 Stunden Service. Was Service? Service. Dann im November 18 sind wir 11 und 6000 Stunden Service. Und jetzt die Stunden, Same Leopard, Anfang. Ende 1852 Stunden, 311 Anfang, Ende 504 Stunden, 714 bin ich nicht sicher, war bei 6800 Stunden rum, jetzt so viel wäre 321 Stunden. Ja, das heißt, ich habe mehr Traktorenstunden gemacht im Gesamten und mit dem Fendt 311 um 150 bis 200 Stunden weniger und mit dem 714er um 300 Stunden mehr. Also der 714er hat meinen 311er um 150 bis 200 Stunden entlastet. Ja, wie es halt so ist, wenn man ein Fahrzeug mehr hat, gibt es automatisch mehr Stunden. Und bei mir, ich habe fluglos gearbeitet, ohne Roundup-Einsatz und habe mehrmals gehackt und das hat auch ziemlich mehr Stunden gegeben, denke ich.